Überraschung! Hallo meine Süßen, ja heute erzähle ich euch etwas über das Trockenwerden von Noah und wie wir das hinbekommen haben, dass der kleine Mann jetzt endlich trocken ist. Und bei Noah war das die ganze Zeit so, dass er sich vehement dagegen gewehrt hat, sich aufs Töpfchen zu setzen. Dann kam das irgendwie so doch tatsächlich, wenn wir duschen waren mit dem Kleinen, dass er danach immer aufs Töpfchen gegangen ist, hat dort Pipi gemacht, aber alles andere hat irgendwie trotz aller Bestechungsversuche nicht gefruchtet. Gut, ich habe den Kleinen Mann gelassen, da zog auch sehr viel Zeit ins Land und jetzt, als es wirklich heiß war, habe ich ihn die ganze Zeit draußen, als wir das Planschbecken aufgebaut haben, immer mit der Badehose rumlaufen lassen, aber ich wollte jetzt einfach mal, dass der Kleine endlich trocken wird, weil es ist jetzt auch mal wirklich an der Zeit. Wenn du aufs Töpfchen gehst, dann kriegst du auch von mir ein Eis. Ich habe zu Hause Milky Sticks und wenn er dann wirklich aufs Töpfchen gegangen ist, hat er auch wirklich Eis bekommen von mir. Ich muss gestehen, bei aller Gesundheit und bei allen besten Ernährungsvorsätzen habe ich ihm aber tatsächlich 3 Milky Sticks verpasst, ja. Und dann nahm das Ganze tatsächlich seinen Lauf. Und zwar völlig stressvoll, völlig entspannt und ohne jeglichen Druck oder sonst irgendwas. Er ging dann sogar schon am zweiten Tag alleine auf das Töpfchen, hat von selber die Hose runtergezogen und sich draufgesetzt. Dann habe ich gedacht, so, das ist jetzt auch wiederum für mich ein Anlass. Ich lasse das Ganze jetzt mal so 1-2 Wochen so laufen, beobachte das Ganze und werde dann das Kinderbettchen auch anpassen an seine jetzige Phase, an seine jetzige Entwicklung. Und somit war klar, wir bauen nun Noahs wunderschöne Pinolino-Bett in ein Junior-Bettchen um. Denn damals haben wir das Bett gekauft, direkt in Münster ab Werk. Und da war schon im Lieferumfang, war schon das Junior-Bett praktisch enthalten. Das heißt, das untere Stück geht weg, das obere Teil geht dann runter. Und wir haben auch neue Verbindungsteile, also neue Seitenteile für den Kleinen. Jetzt habe ich die ganze Zeit ja händeringend auf das Bettschutzgitter gewartet und Pinolino war so nett und hat mir dieses Bettschutzgitter zugeschickt. Und dieses Bettschutzgitter kann man sogar auch in jedes andere Bett auch einsetzen. Und wir haben das auch in Lackweiß bestellt. Mein Mann kommt gleich von der Arbeit und dann werden wir es umbauen. Und dann werde ich auch sein Kinderzimmer, weil das auch so ein bisschen süß gemacht ist, das Ganze. Er hat ja überall seine süßen Tierchen an der Wand und habe ich mir jetzt überlegt, so jetzt ist er 3, er macht einen recht enormen, er hat einen sehr enormen Meilenstein gemacht. Es ist ein ganz, ganz großer Schritt und somit passe ich jetzt auch nochmal sein Kinderzimmer an. Jetzt wird es praktisch ein richtiges Jungenzimmer. Und da der kleine Mann ja nicht nur Spider-Man liebt, sondern auch Piraten liebt, habe ich mir jetzt hier bei Amazon noch so eine witzige Girlande bestellt. Die ist heute angekommen. Ich freue mich total darüber, dass es heute angekommen ist. Hier mit so ein paar Piraten. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Und das hatte ich ja neulich schon mal gezeigt, auch bei Instagram, bei Insta-Stories. Ich habe jetzt hier so eine neue Bettwäsche, so 2 Sets für Noah mit Piraten drauf, ja. Und natürlich auch ein neues Plümo, ja, das werde ich euch auch nochmal zeigen, wenn es mal daneben geht. Und natürlich auch Molton, ja, also so Molton wasserdichte Einlage für alle Fälle. Obwohl, ich muss sagen, die Pampers von Noah, die ist seit 2 Wochen ist die morgens trocken. Also der kleine Mann ist durch, aber sicher ist sicher. So, ich freue mich so, ich werde euch jetzt mitnehmen und dieses Bett umbauen und darauf freue ich mich am allermeisten, dass ich dann praktisch ja, eine neue Abendroutine mit Noah umsetzen möchte. Das heißt, wir lesen nicht mehr auf der Couch unser Buch abends, sondern ich kann dann auch mit ihm gemeinsam in das Bett reingehen und dann gemeinsam dort schon mal kuscheln. Und er kann sich schon in die richtige Schlafposition legen und ja, wir lesen gemeinsam dann sein Gute-Nacht-Buch und dann kann er dort zur Ruhe finden in seinem Bettchen. Und ich habe auch noch Lichterketten besorgt, dann möchte ich die auch oben so ein bisschen schön aufhängen, diesen Batteriebetrieben und das alles ein bisschen anpassen. Und da ist das Bett das Wichtigste in seinem Zimmer, ja, das Allerwichtigste, weil das ist der Ort, wo der Kleine zur Ruhe kommt und auch seinen Schlaf findet und seine neue Energie schöpft. Und da ist das für mich gerade ganz, ganz wichtig, dass ich diesen Bereich ganz, ganz schön mache und freue mich auch jetzt darauf, die Wickelkommode umzubauen. Die ist nämlich auch von Pinolino und wir werden den Wickelaufsatz abbauen. Und da werde ich, glaube ich, gerade ein bisschen sentimental, merke ich gerade, weil Baby ist jetzt kein Baby mehr und selbst groß und selbst ein großer Junge. Ich bin aber auch sehr, 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 sehr stolz. Aber ja, jetzt geht die Wickelkommode praktisch, verschwindet die. Also jetzt ist das Baby, jetzt ist vorbei praktisch mit Baby sein, ne? Ja, aber Noah bleibt immer Mamas großes Baby.
Okay, gut. Ich werde euch jetzt mal mitnehmen in unsere Umgestaltung und hoffe, ihr habt da ganz viel Spaß dran. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann müsst ihr das bitte ganz schnell nachholen. Das könnt ihr immer unten links in der Ecke machen. Unten links in der Ecke, genau. Und ja, okay, ihr Süßen, dann nehme ich euch jetzt mal mit und wir bauen kraftvoll das Bett um. Ja! Wie ihr gut erkennen könnt, fehlt immer eine Sprosse bei Noah. Die habe ich mal rausgenommen. Man kann aber sogar bis zu 3 Sprossen rausnehmen aus dem Bett. Aber eine reicht, der passt da gut durch und die bleibt auch nachts immer auf. So kann er, wenn irgendwas ist, zu uns immer rüberkommen und das ist einfach kein Thema. Ja, ich habe ja hier seine Bettwäsche, die werde ich jetzt mal abziehen. Und dann natürlich die neue Piratenbettwäsche drüber packen, damit der kleine Hans sich auch total freut. Ja, und dann werde ich das Ganze hier noch so ein bisschen umdekorieren. Ihr seht ja auch hier diese ganze Tierlandschaft, das ist ja echt super süß. Aber ich denke, jetzt wird es Zeit. Ich möchte so ein bisschen eine kleine Pirateninsel rausbauen hier. Okay. Waschen und duftet herrlich und gebügelt und ja, der Captain soll es doch auch gut haben. Super süß. Da, der kleine Captain Hook. Yo-ho, auf geht's! Ahoi! Jetzt fängt noch der Papa, damit wir zusammen tatkräftig umbauen, aufbauen und umgestalten. Und hier vorne darf ich euch vorstellen, das ist auch von Pinolino Noahs Motorrad. So nennt er das immer und er parkt es auch immer hier. Und wenn wir schon hier sind, das ist hier unsere kleine Galerie, die eine kleine Vernissage von Noah. So, und jetzt geht's hier rein. Der Papa ist auch schon da. Hallo Papa. Hi. So, wo ist der Schraubenkasten? Ah ja, hier, cool. Gefunden. Tada. Tada, jetzt geht's los. So. So, und vorsorglich wie wir sind, habe ich damals schon, da war ich noch schwanger vor 3 Jahren, habe ich die Anleitung und alle Schrauben, die dazugehörten, hier drin gelassen, das Ding beschriftet und in die oberste Schublade von der Wickelkommode gepackt. Und hier ist die Anleitung. Da ist die Anleitung. So, so wird es jetzt gebaut. Weg, ja. Wie schade. Die Baby-Seitenteile gehen jetzt weg. Oh, mein Baby. Das war's jetzt mit Baby. Ist ja jetzt auch ein großer Pirat, ne? Kein Baby mehr. So. Ja, jetzt haben wir halt hier dieses Fußende und das Kopfende. Die stehen aus 2 Teilen. Die haben wir jetzt getrennt. Ja. Upsa. Die letzten Holzpinneken entfernt und das ist jetzt das neue Fußende. Nur ein bisschen niedriger. Jo. Und das haben wir über. So. Das geht dann in den Keller. Richtig. Ja. Abziehen? Genau. Abziehen, ja. Dafür brauche ich dich. Jetzt machen wir es zusammen. So. Super Spaß! Dann wird sich der kleine Pirat aber freuen. Ja. Guck mal, ich habe hier noch so eine Piratenwimpelkette gekauft mit einem Schiff und ein paar Piraten drauf. Guck mal hier. Süß, ne? Mhm. Hier ist unser schönes Bettschutzgitter von Pinolino. Cool. Mit dem Sicherheitsgurt. Kannst du schon mal nehmen.
So, ihr Lieben, das war's auch schon von uns und wir werden jetzt noch den Aufsatz von der Wickelkommode abbauen, aber da werde ich jetzt ganz sentimental und deswegen hören wir jetzt an dieser Stelle auf zu quatschen und ja, wir holen jetzt erstmal direkt den kleinen Mann von der Kita ab und dann bin ich schon total gespannt, was er zu seiner neuen Pirateninsel sagt. Ja, bis dann, macht's gut, tschüss. Was? Piraten? Ja. Guck mal, da dein Schwert. Guck mal, wo hat er einen Haken? Hast du ein schönes neues Bett? Für große Kinder? Ja. Ja, super.